So, wir gucken uns an vom hungrigen Hugo Montes asozialer Gamescom-Auftritt Teil Nummer 2. Das ist ein Meisterwerk, was seinesgleichen sucht. Party People, herzlich willkommen zu dieser Hugo-YouTube-Kacke. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß! Meine Damen und Herren, es bewegt sich der einzig wahre, der Gender-Level! Habt ihr den gesehen? Herzlich willkommen zu dieser Hugo-YouTube-Kacke. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß! Meine Damen... Alleine Holger am Anfang. Und Herren, es bewegt sich der einzig... mit runtergezogener Hose. Und mit seiner hässlichen Glatze noch, der Wichser. Ware, der Gabriel Level groß gemacht hat, Montana! Geil limitiert, Digga. So, da sind wir wieder. So, Marc, jetzt brutzeln wir dich mal. Ja, lustig. Also danke, Leute, dass ihr alle so tatkräftig erschienen seid. Dann gebe ich das Wort jetzt mal an den Mann der Stunde. An die Regie. Hier vorne brauchen wir einmal am Fernseher irgendwie die Fernbedienung. Full HD geht irgendwie nicht. Okay. So, danke dir. So, geht's jetzt? Zack. Frank Rosin ja. Will das Kochpotenzial der beiden herausfinden. Marcel? Gib. Was geht ab, meine Freunde? Ich bin Tim. Marcel, alle warten. Ich find's gerade ein bisschen respektlos. Kannst du bitte mal was machen? Ja, von mir aus. Dann halt ein paar Fragen. Hi, ich hätte eine Frage. Könnt ihr dir einmal mein Outfit bewerten mit Schuhen? Ja, Marcel, das Outfit. So. Oh, da ist noch ein Stückchen mit reingefallen gerade. Marcel, was sagst du zum Outfit? So. Ja. Ich glaube, Marcel ist gerade beschäftigt. Nächste Frage bitte. Ja, hier vorne. Ja, der, er hat das gut gemacht. Vorne einmal der Vollidiot, ja genau. Hi Monte, vor ein paar Tagen ist ja der Trailer von COD rausgekommen. Marcel? Siehst du da Hoffnung? Wirst du das auch zocken oder ist der Zug schon abgefahren? Oh, die ganz feine Auslese. Hat noch jemand eine Frage? Da hinten einmal nach vorne treten, ja? Also erstmal Monte, meine Oma lässt grüßen an dich. Sie mag dich auch Marc, gerne. Oh, Marc, hier auf dem Handy, ein Flappy Bird. Digga, wie er das so dasteht, das, als wenn ich die alle so heftig disrespekte. Hat er das mit der AI-Stimme gemacht oder wie das heißt? Soll ich zur Seite drehen? Okay, seid ihr bereit? Neuer Highscore? Marcel. Sehr gut, dann noch eine Frage. Vorne links. Ich hab vergessen, was ich fragen wollte. Oh Mann! Nächste Frage bitte. Schwenk mal rüber zu der alten. Hi, mein Mann. Schwenk mal rüber zu der Alten. Digga, so respektlos gut. Schwenk mal rüber zu der Alten. Holy shit. Sitzt leider zu Hause fest. Magst du den vielleicht mal grüßen? Der ist gerade... Wie heißt der denn? Rainer heißt der. Rainer? Oder wie? Ja, genau. Der ist ein Riesenfan von Marc. Hallo. Das ist der Gute. Wie ist dein Name? Ey, das ist so geil gemacht, Digga. So, wer ist dran? Ich bin der verfickte Drachenlord, Alter. Gott sei Dank, der Master oder Master. Was soll denn dieses asoziale Verhalten? Was soll denn dieses soziale Bastarde? Wir haben den Herzogen, der Teufel oder was? Nächste Frage, bitte. Hattest du Zeit, selbst mal Spiele auf der Messe zu spielen? Maul oder? Da vorne, Junge. Ich bin ja moderiert, Junge. Marcel, ich glaube, du hast das falsch verstanden. Er war gerade dran mit einer Frage. Ach, Digga, scheiße. Wie ist dein Name? Riefert. Liefert. Und liefert? Riefert, ah, okay. Mir tun meine Mundwinkel weh vom Lachen. Ich dachte schon, liefert wie so ein scheiß Postbote. Dann noch eine Frage. Hi, ich bin Rico und zwar... Nächste Frage bitte. Nächste Frage. Der Herr zur Linken, genau mit der Einschlagfresse. Ich heiße hier... Mit der Einschlagfresse, Digga. Ist das respektlos mit dieser KI-Mai-Kacke, Digga. Und wir kennen uns schon. Igitten. 2015. Wahrscheinlich kenne ich dich. Noch jemand eine Frage? Ich habe hier noch eine. Hi, du bist die? Kati. Juckt keinen. Frage los. Und zwar gucke ich deine Videos schon sehr lange. Dankeschön, und danke. Und würde gern fragen, ob du gleich meine Spitze unterschreiben könntest. Jo, wahrscheinlich unterschreibe ich dir das Scheißding, oder? Diese KI-Stimme ist so eine Frechheit, Digga. Okay,
Okay, noch zwei Fragen. Einmal der Herr dahinter, genau. Was möchtest du fragen? Ich wollte fragen, wer sein bester YouTube-Freund ist. Also ich sag mal, so viel würdest du YouTube machen, wärst es auf jeden Fall nicht du. Kleiner Keck. So, noch eine letzte Frage. Ja, der kleine Hosenscheißer. Ja, ja, ich bin der Philipp. Tag, du kleiner Pisser. Tag, ich hab ne Frage. Wie warst du so in der Schule? Hast du viel Stress gemacht oder... Ist das respektlos geschnitten, Digga. Das ist so respektlos geschnitten, ich sag's euch so, wie es ist. Tja, Digga, der Clip auf der Stirn. Halbe Portionen wie dich habe ich in der Schule in die Toilette gesteckt. Und jetzt mach einen Abgang. So, jetzt haben wir's. Wer eben die Frage vergessen hat, ist jetzt wieder da. Meine Frage war, wo ist Carsten? Das ist so ziemlich die respektloseste Scheißfrage, die ich je gehört habe. Carsten ist aktuell in einer nachdenklichen Lebensphase. Vielleicht könnt ihr ihm ein kleines Herz schenken. Ein Applaus, vermissen Carsten. Ja, wir vermissen Carsten. Ja. Ein Applaus für Carsten. Hallo? Einmal Applaus für Carsten. Also wie wenig Herzen habt ihr denn gemacht? Einmal ein Herz für Carsten. Das ist kein Herz. Der war für dich, Carsten. So, Leute, wir holen jetzt mal ein paar von euch auf die Bühne. Vier Leute, würde ich sagen. Wer bist du? Der Nepomuk. Nepomuk, grüß dich, okay. Woher kommt der Scheißname? München. Mit dieser KI-Stimme ist das respektlos, Digga. Ich sag's so, wie es ist. Das ist wirklich respektlos. Nepomuk, nimm mal einen Stoß in deine Hackfresse rein. Jawohl, niedergestreckt, die Sau. Nepomuk, du hast es leider... Ich kann gar nicht mehr, Digga. Mir tun die Backen so weh vom Grinsen, Alter. Nicht geschafft, aber du siehst mir aus wie jemand, der verlieren gewohnt ist. Ja, absolut. Ein Applaus für Nepomuk an dieser Stelle. Glückwunsch. Komm, geh nach Hause. Danke dir. So. So, wir haben direkt den nächsten. Wie ist dein Name? Okay. Ich würde dir 500 Cash geben, wenn du noch einen zweiten raushaust. Okay. Ich würde auch noch einen zweiten, aber nur, wenn ich etwas bekomme für eine öffentliche Einrichtung. Kinder spielen und zocken können. Dämlichste Scheiße, die ich heute gehört habe. Nein, danke, Diggi. Aber real talk, ich habe mir das in dem Moment wirklich so gedacht, Digga. Weil, nein, guck mal, kein böses Blut. Aber er hat die ganze Zeit schon so ganz komische Fragen gestellt. Mitten in der Show hat er so gesagt, so, können wir Foto machen, kannst du dies, kannst du das. Und ich habe zu ihm gesagt, ich bin hier gerade am Moderieren, später gerne. Ich biete dem einen 500, damit er mehr isst. Und dann fordert er so mäßig, ja, hier, ich auch nochmal finden. Das war, also, ich fand das so ein bisschen aufdringlich, unpassend. Natürlich wollte ich ihn nicht, habe ich ihn nicht beleidigt, sogar ins Gegenteil. Aber ich fand es so, relativ unpassend in der Situation. War gut gemeint, aber unpassend im Moment. Fand ich. So, jetzt mal die zwei. Wie ist dein Name? Dino. Dino haben wir ja immer. Und dann zu meiner Rechten? Der Patrick. Sternzeichen Get on my level oder was? Scheiß Fanboy. Dann gehen wir mal weiter. Wer bist du? Ich bin Marc. Hi Marc, hey, grüß dich. Und dann jetzt als letztes nochmal? Marlon. Marlon, ich hasse dich jetzt schon. Digga. Hugo hat ja richtig, Digga, Hugo hat ja so Hass in dem Video verbreitet. Du kannst auch noch 10-mal meinen Namen schreien. Ich mache hier gerade eine Show, mein Junge. Kannst den kleinen Butschi mal nach vorne holen, er soll sich mal hier hinsetzen, ein bisschen in Ruhe. Welcher? Mit dem Monte-1-Schild. Soll sich mal hier vorne in Ruhe hinsetzen. Der schreit mir zu viel. Du kriegst jetzt mal eine Sendepause, Kleiner. Der war das nicht, Marcel. Egal. Und wenn ich jetzt noch ein Wort von dir höre, haben wir zwei aber ein gewaltiges Problem. So. Ich sehe hier jemanden, der zu 100% bei der Show mitmachen möchte. Paluten. Nein, der nicht. Hat jemand Bock auf Paluten? Ach nee, Diggi. Wer hat den jetzt eingeladen? Verpiss dich, du Hurensohn. So, jetzt wo Palle schon mal hier ist, falls ihr Fragen habt an ihn, ist jetzt die Zeit, rauszuhauen. Hier vorne, der kleine Knirps, schieß los. Genau hier. Ja, und ich wollte wohl Paluten fragen, wie es ihm gerade so geht. Paluten, wie geht's dir gerade so? Also bist gerade noch gut, aber nachdem ich deine Hackfresse jetzt hier gesehen habe, nicht mehr. Wem möchtest du was fragen? Ich möchte Paluten fragen, was ist mit ob mir? Er heute noch Autogramme gibt. Ja, und zwar jedem außer dir. Ehre genommen. Wem möchtest du was fragen? Ich möchte Paluten fragen, wie der solche Events findet. Voll scheiße. Verstanden? Ja. War Paluten dieses Jahr wirklich auf der Gamescom? Ich habe ihn gar nicht gesehen, Digga.
So, jetzt mal wieder eine Frage an mich. Nochmal eine an Marcel. Hier vorne rechts. Meine Frage ist an Paluten, ob er mit mir mal eine Runde aufnehmen kann. Oh, das ist natürlich immer so eine Sache. Bevor ich mit dir Hosenscheißer zusammen aufnehme, lösche ich eher meine ganzen Kanäle. Stimmt, das sind ja noch die Clips von ganz früher. Stimmt, ja. Palle sieht da ja auch deutlich jünger noch aus, ne? So, noch eine letzte Frage an jemand anderen als Palle. Ja, du Opfer nochmal. Ich heiße Jens. Wissen wir. Und ich habe eine Frage an Dena. Und zwar, warum hast du mit YouTube angefangen? Felix, da ist eine Frage für dich. Hallo, Dena. Kann mal jemand Felix wecken, bitte? Hallo, Felix, aufstehen. Ich hab aber beim Livestream eingeschlafen. Aufstehen jetzt, halt, Arschloch. Aufstehen! Aufstehen! Da kracht's und pfeift wirklich. Marcel, bitte, kannst du mal eine sinnvolle Sache hier beisteuern? Ja, klar. B steht für Bami Ninghong. Ey, wo hast denn du die geile Dose her? Wer hat noch alles eine Gönnergy-Dose? Einmal in die Luft bitte, einmal. Ja, das sieht auch gut aus. Guck mal, was er hat, Marcel. Ey, geht's noch, du Arschloch? Was soll denn die Scheiße, Digga? Oh, jetzt geht's los. Das ist so gut gemacht. Gönnergy auf die Eins. Ey, ultra geiles Video. Ist natürlich ein Video, so, wo es nur um mich geht. Da steckt so viel Arbeit und so viel Edit-Kunst drin. Ist verrückt. Wirklich sehr gut geworden. Viel, viel gelacht. Also sehr viel gelacht. Ich habe richtig Muskelschmerzen. Also gerne den Like-Button vergewohltätigen. Habe ich sehr, sehr enjoyed.